So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir hier auf dem Tisch das Totenkopfäffchen, Totenkopfaffe von Safari Limited aus der Serie Incredible Creatures. Die unglaublichen Kreaturen. Ist schon ein bisschen älteres Modell, dieser Totenkopfaffe hier. Ja, wir haben hier auch noch die Bezeichnung drauf, Squirrel Monkey mit der Nummer 269829. Ich weiß gar nicht mehr, von wann der ist, von 2017 oder sowas. Ja, wir werden sehen, hat auf jeden Fall einen Stempel. Das Ganze hier noch OVP, kam hier in der Tüte und ich dachte mir, ach komm, lass uns den nochmal anschauen. Neulich habe ich erst den Safari Limited Katalog für 2022 komplett besprochen und da sagte ich ja schon, die Incredible Creatures zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach größer sind als die normalen Tiermodelle von den diversen Herstellern. Und ich finde, dieser Totenkopfaffe hier ist das beste Beispiel dafür. So, den packe ich mal aus. Hier ist sogar perforiert das Ganze. Super nobel. Er kommt, wie ihr seht, hier auch noch mit einem kleinen Blister, damit es die Beine und das Schwänzchen hier hinten nicht unglücklich verbiegt. Hat hier auch noch die Anhänger mit dran. Ja, dann hole ich ihn hier mal raus. Wunderbar. Hier steht übrigens auch nochmal die Modellnummer auf diesem Blister mit drauf. Sehr gut. Anhänger an einem Gummi dran. Mache ich gleich mal weg. So. Natürlich haben wir hier Warnhinweise drauf und hier so, Squirrel Monkey, die Produktnummer. Das Gummi mache ich hier mal weg. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was Wissenswertes drin. Ja, hier steht, einer der kleinsten Primaten wiegt unter 2 Pfund. Ein bisschen Wissen to go kann ich euch hier in diesem Video selbstverständlich auch mitgeben. So, hier haben wir ihn. Das Modell hier ist aus einem festen Gummi gefertigt, ist nicht ein Guss, denn man sieht hier schon, dieses linke Bein von ihm aus gesehen wurde hier anmontiert, angesetzt. Ansonsten haben wir hier tatsächlich fast einen Komplettguss, sehr schön. Okay, ja, was die Größe angeht, viel größer als normale Tiere von den klassischen Herstellern. Ich habe hier, wenn ich es am Buckel messe, eine Höhe von 7 cm, aber wir haben hier eine Länge von gut 15,5 cm. Plus minus, denn je nachdem, wie das Schwänzchen hier hinten noch verbogen ist, kann der auch noch ein bisschen länger aussehen. Ne? Ihr seht hier schon, ist ein hartes Gummi, kann man ein bisschen verbiegen, aber der Schwanz geht natürlich immer wieder in die ursprüngliche Form, in die ursprüngliche Stellung zurück. Was die Details angeht, ebenfalls sehr schön gelungen. Ihr kennt diese Äffchen schätzungsweise aus Pippi Langstrumpf oder halt diverse Piratenfilme, wo solche Totenkopfäffchen immer gerne auf der Schulter vom Bösewicht sitzen. Man muss sagen, von diesen Totenkopfäffchen gibt es auch mehrere Arten, unterschiedliche Arten. Und wisst ihr was, bevor wir uns die Details hier anschauen, gibt es jetzt von mir ein bisschen Wissen to go. Ich lasse ihn hier mal 360 Grad drehen, können dann euch in aller Ruhe anschauen. Ich erzähle ein bisschen was dazu und dann schauen wir uns die ganzen Details hier an. Totenkopfaffen oder Totenkopfäffchen sind relativ kleine Primaten mit einer Kopfrumpflänge von ca. 26 bis 36 cm. Dazu kommt selbstverständlich noch der ca. 35 bis 43 cm lange Schwanz. Das Gewicht schwankt von ca. 700 bis etwas über 1000 Gramm. Dabei sind die Männchen immer schwerer als die Weibchen. Diese Affen leben in kleinen oder auch größeren Gruppen mit bis zu teils über 100 Tieren zusammen und sind in Mittel- und Südamerika beheimatet. Sie ernähren sich von Früchten, Insekten, Eier, Pflanzenteile, Blüten bis hin zu kleineren Wirbeltieren. Wie schon gesagt, es gibt hier unterschiedliche Arten dieser Totenkopfaffen, für welche sich jetzt hier Safari Limited entschieden hat, ist schwer zu sagen. Es gibt zum Beispiel noch den bolivianischen Totenkopfaffen, der hat einen recht dunklen Kopf und ein helles Gesicht mit etwas Rosa drin, das hat man hier festgehalten. Es gibt den gewöhnlichen Totenkopfaffe,
Dafür ist der Kopf hier aber vielleicht ein bisschen zu dunkel. Dann gibt es auch noch den mittelamerikanischen Totenkopfaffe oder zum Beispiel den dunklen Totenkopfaffe. Der ist, ja, wie der Name schon sagt, noch dunkler als dieses Exemplar hier. Wir haben hier als Grundton ein Grau und noch ein bisschen so Sandfarbe, die hier drüber gestrichen wurde. Die hätte ruhig noch ein bisschen deutlicher rauskommen können, denn man sieht es auch bei den Affen deutlich abgesetzter. Ja, aber man hat hier einfach mal versucht, allgemein einen dieser verschiedenen Arten hier umzusetzen. Und das finde ich sowohl in der Pose als auch in der Skulpturierung sehr gelungen. Farblich ist immer noch was möglich. Ja, da wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber trotzdem, schönes Modell von einem Totenkopfäffchen. Wirklich eine richtig schöne, gelungene Umsetzung. Ja, also gerade was die Stellung, die Pose hier angeht, wirklich wie mitten in der Bewegung festgehalten. Also das ist schon echt großartig. Props an den Künstler, Künstlerin, wer auch immer das hier umgesetzt hat. Super. Ja, wir beginnen hier mal mit dem Gesicht und hier wird natürlich mehr als deutlich, mehr als klar, warum diese Primaten hier Totenkopfäffchen heißen. Die meisten sind nicht ganz so weiß im Gesicht, aber zumindest um die Augen herum und Teile des Gesichts. Und dann natürlich die großen, schwarzen, glänzenden Augen mittendrin. Man sieht hier auch noch ein bisschen rosa, was sie um die Augen, um die Lider herum gemalt haben. Absolut treffend, wie sie das hier gemacht haben. In den Vertiefungen der Ohren ist auch noch ein bisschen rosa, was sie hier reingestrichen haben. Die Nasenlöcher deutlich zu sehen, das Mäulchen. Sehr aufmerksamer, sehr wachsamer Blick. Ja, auch das wurde hier sehr schön eingefangen. Die Schnauze und der Kopf oben, ihr seht es, ein bisschen dunkler geworden. Die Härchen hier ganz fein gearbeitet. Das sieht man doch gerne, so gut man es halt mit dieser Art hier machen kann. Die Ohren auch etwas behaart. Das Gesicht von der Seite, von vorne, ist also wirklich sehr gut geworden. Ja, da kannst du gar nichts sagen. Wer es noch ein bisschen realistischer haben möchte, der kann hier einfach nur noch ein bisschen was die Bemalung angeht, verändern. Ansonsten kommt es schon echt dran. Ja, hier sehen wir auch den Stempel. Squirrel Monkey in einem Maßstab von 1 zu 2. Ja, hat ein Copyright von 2017. Also noch gar nicht so furchtbar alt. Ihr seht, das Weiß haben sie hier bis zum Brustbereich gemacht und seitlich geht es schon wieder ins Graue über. Und hier hinten haben wir wieder diese Sandfarben, die sich hier auch an den Armen und an den Beinen sowie hier über den Rücken entlang zieht. Ja, was die Proportion angeht, finde ich auch sehr gut getroffen. Also die Arme sind jetzt nicht übertrieben kurz oder lang. Ich finde, sie haben es echt gut getroffen. Schön auch, dass man hier versucht hat, die Haare noch ein bisschen wuscheliger darzustellen. Man hätte es noch feiner machen können, aber wir haben es hier mit einem Spielzeug zu tun. Und es ist schon schön, dass die Figuren überhaupt etwas größer sind in dieser unglaublichen Kreaturenserie. Schön auch, wie hier die Härchen seitlich noch ein bisschen auslaufen. Man sieht auch wunderbar die Unterteilung der Finger hier, ja, die einzelnen Gliederungen. Man kann die Fingernägelchen hier vorne sehr schön erkennen. Sie haben es auch rundherum bemalt. Also sowas weiß ich sehr zu schätzen. Auch unten die Behaarung schön ausgearbeitet. Hier und da eine kleine Gussnase zu sehen, aber davon sollte man sich hier jetzt nicht unbedingt stören lassen. Die Härchen über den Kopf ein bisschen kleiner, feiner gehalten und hier an den Schultern, Rücken, Körper etwas länger durchgezogen, auch etwas unruhig, sieht ein bisschen verstrubbelt aus. Es gibt ja auch Totenkopfäffchen, die ein viel, viel längeres Fell haben. Ja, ich sag ja, man hat hier versucht, so einen allgemeinen Totenkopfaffen darzustellen. Und das, ich kann es nur wiederholen, ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Hier auch schöne Fellabstufungen zu sehen, der Übergang zum Arm. Man kann auch ein bisschen die Muskeln nachvollziehen. So klein sie sind, sind kräftige Tierchen. Auch hier ein bisschen Fell, was noch vom Körper absteht. Auch hier die Fingerchen schön skulpturiert, schön deutlich, auch auf der Unterseite, hier in rosa Farben bemalt. Dann hier seitlich auch das Fell schön zu sehen, geht hier mit dem Strich, die Wirbelsäule ein bisschen erhoben. Dann hier die Beine, auch da kann man hier und da so ein bisschen abstehendes Fell sehen. Und ihr seht ja, ist immer ein bisschen so sandfarben, dann eher wieder ein bisschen grau und die Füße unten halt in dem rosa und schön deutlich abgesetzt.
Also sowas schaut man sehr gerne an. Ich sage ja, mitten in der Bewegung festgehalten. Dieses Bein hier wurde anmontiert. Ich sage ja, sonst wäre das ein Vollguss geworden. Warum auch immer, wahrscheinlich technisch nicht anders lösbar. Man sieht es halt, dass es angeklebt ist, aber ja, wenn es ein bisschen weiter weg steht, fällt es nicht wirklich auf. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier auch schön etwas die Fellbüschelchen zu sehen. Die Haare stehen hier etwas mehr ab am Schenkel, genauso wie hier im Wadenbereich. Hier auch der Fuß, eine ganz andere Pose wie auf der anderen Seite. Das Schwänzchen hat auch die richtige Länge, schön schmal. Ein guter, perfekter Greifschwanz. Auch hier das Fell, die Haare wunderbar durchgezogen. Hellgrau, dunkleres Grau und auch die Sandfarbe schön gemacht. Ich sag ja, die Pose ist wirklich klasse. Gefällt mir richtig gut. Absolute Empfehlung, wenn euch Tiere, Tiernachbildungen in einer etwas größeren Größe zusagen, könnt ihr hier überhaupt gar nichts falsch machen. Safari hat einige Tiere in dieser Größe im Angebot, sind es absolut wert. Ne? Sind auch nicht allzu teuer, ihr kriegt es immer noch unter 10 Euro. Das Totenkopfäffchen von Safari Limited. Und ihr seht ja, egal aus welchem Winkel man sich das anschaut, wirkt sehr dynamisch, sehr natürlich, wirkt nicht steif. Auch das zeigt, dass der Künstler, die Künstlerin wirklich Spaß hatte, hier ein Modell zu kreieren. Du denkst, es rennt dir jeden Augenblick vom Tisch her. Ne? Also absolut gelungene Umsetzung, sehr natürliche Pose, ist ein Figurenträumchen, auf jeden Fall. Ne? So, dann würde ich sagen, war es das dazu. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive filmen, die Kamera ein bisschen tiefer setzen. Das lasse ich jetzt einfach auch nochmal drehen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.